Morgen, hier ist Christina für die Lektüre des 45. Kapitels des Tao Te Ching. Heute mal etwas früher, eine Stunde früher. Und zwar nicht, weil es um Sommer- oder Winterzeit geht, das dauert ja noch ein bisschen, bis dieser Wechsel wieder kommt, sondern weil ich gerne live sein wollte heute Morgen wieder und weil ich aber auch gerne ins Kino gehen wollte heute Morgen um 10 Uhr. Da gibt es hier in Toulouse sowas ähnliches wie ein kommunales Kino, wo es immer besondere Filme gibt. Und heute Morgen gibt es einen Film von Steve McQueen, der Shame heißt. Und dieser Film wird danach kommentiert und debattiert von dem Verein der Psychoanalyse in Toulouse. Und das interessiert mich natürlich sehr. Es geht dabei in diesem Film besonders um das Thema Sexualität. Und Shame bedeutet ja Schande oder Scham, wenn man sich für etwas schämt. Und da können wir schon eine Verbindung herstellen zu dem Thema des Kapitels 45. Denn Scham entsteht, wenn du nicht ganz im Reinen mit dir bist. Scham entsteht, wenn du spürst, dass etwas in dir nicht ruhen kann, dass du dich nicht an deinem Platz fühlst, dass du nicht genau weißt, was du brauchst, wer du bist, was du dir wünschst. Und ob das, was du tust, auch dich erfüllen kann. Diese Kohärenz zwischen dem Tun und dem Sein, wenn die im Lot ist, dann empfindest du keine Scham. Dann bist du so, wie du bist, und dann ist das gut so. Scham entsteht, wenn du dich nicht im Einklang mit dir selbst fühlst. Und das kann sehr, sehr tief und sehr, sehr schmerzhaft sein. Und dieses Kapitel des Tao Te Ching wird dich genau in dieses Reich der Kohärenz führen. Denn wenn du kohärent bist, werden die Dinge natürlich. Wenn du dich in Kohärenz mit dir selbst fühlst, dann gibt es keine Scham mehr. Dann bist du sozusagen rein. Du bist du, so wie du eben bist. Und das wollen wir jetzt entdecken. Also, setz dich bitte hin. Nimm dir Zeit zu spüren, dass du gut sitzen kannst. Und dich entspannen, locker, aber präsent hier sein kannst. Schließe nun die Augen, damit du ganz ohne abgelenkt zu sein den Worten, die ich dir lesen werde, folgen kannst. Atme ein, atme aus. Die große Vollendung setzt die Unvollständigkeit voraus. Dann ist der Nutzen endlos. Die große Fülle setzt Leere voraus. Dann ist der Nutzen unerschöpflich. Die große Wahrheit setzt Unwahrheit voraus. Die große Fähigkeit setzt
Unfähigkeit voraus. Das große Reden setzt Stottern voraus. Ruhe besiegt die Bewegung. Kälte überwindet die Hitze. Klarheit und Reinheit ordnen die Welt. Atme ein. Atme aus. Nimm dir nun Zeit, in dich zu spüren und nimm wahr, wie dich diese Worte bewegen. Notiere, was in dir geschieht mit der Lektüre dieses Kapitels. Schreib es auf ein Blatt Papier oder behalte es in deinem Geiste oder in deinem Herzen. Dort, wo es am besten aufgehoben ist. Und lass uns nun gemeinsam schauen, wie wir diese Zeilen verstehen können, damit du sie nutzen kannst für deine Gesundheit und dein Wohlsein. Die große Vollendung setzt die Unvollständigkeit voraus. Dann ist der Nutzen endlos. Wie du merkst, sind wir wieder in der Welt der Paradoxe. Vollendung setzt Unvollständigkeit voraus. Wie soll das denn gehen, wenn etwas vollendet ist? Es ist doch voll und abgeschlossen, beendet. Und wieso, was hat das mit Unvollständigkeit zu tun? Und vor allen Dingen, wie entsteht dadurch Nutzen, endloser Nutzen, wenn ich Unvollständigkeit voraussetze? Du wirst sehen, dieses ganze Kapitel hier, wie es am Ende gesagt wird, Klarheit und Reinheit ordnen die Welt. Das ganze Kapitel ist eine Richtung. Wir haben ja schon öfter gelesen und ich habe es schon oft kommentiert, dass Tao Bewegung ist. Tao ist immer in Bewegung. Es fließt einfach, wie das Wasser, das einfach fließt. Und es entstehen Dinge in diesem Fluss. Es passiert immer irgendetwas. Es entsteht einfach. Und genau das sagt dieser Satz aus und die weiteren Sätze. Die große Vollendung entsteht, weil es Unvollständigkeit gab. Wie willst du dich vollendet, erfüllt fühlen, wenn du nicht vorher das Gefühl der Leere oder der Unvollständigkeit empfunden hast? Und wie kannst du dir den Tao zunutze machen, wenn du das nicht gespürt hast und wenn du nicht woanders hin möchtest? Du spürst etwas, aber möchtest was anderes empfinden. Du stehst wo und du möchtest woanders hin. Und genau dieser Wunsch, dieses Streben nach etwas, ist das Leben in sich. Das Leben ist ein
ständiger Fluss der Erfüllung, der Vollendung. Und das endet womit? Mit dem Tod. Das Leben ist also ein ewiges Streben nach dem Tod. Und zum Glück müssen wir da nicht ständig dran denken, sondern wir können auf diesem Weg viele Dinge erfüllen, vollenden. Wir können Unwahrheit zur Wahrheit tragen. Wir können Unfähigkeiten zu Fähigkeiten tragen. Wir können lernen. Du kannst lernen, das morgen tun zu können, was du heute noch nicht kannst. Das machen wir mit unseren Kindern täglich. Jeden Tag lernt das Kind etwas Neues. Und auch du solltest das nicht vergessen. Auch du solltest dich immer wieder in diese Bereitschaft bringen, etwas Neues lernen zu dürfen. Denn nur dadurch wirst du Nutzen schaffen aus dem Leben, aus dem Tao, der das Leben ist, das Lebensprinzip. Also große Vollendung setzt Unvollständigkeit voraus. Und dann ist der Nutzen endlos, das heißt, es gibt nie ein Ende. Denn die Vollendung, die du empfinden kannst, wird dir Freiraum geben, um erneut nach etwas zu streben. Und wieder feststellen zu können, dass da etwas unvollständig ist. Manchmal führt das zu einer Art von Perfektionismus. Darum geht es hier nicht. Sondern es geht darum, dass du dich entwickeln kannst und immer wieder neu weiterentwickeln kannst. Die große Fülle, sagt der Text, setzt Leere voraus, denn dann ist der Nutzen unerschöpflich. Das ist ein ganz großes Prinzip in der chinesischen Tradition, zum Beispiel auch in der Kunst. Sei es Malerei oder Musik oder Texte. In der asiatischen Kunst, in der chinesischen Kunst geht es immer darum, Leerraum zu schaffen. Leerraum, der die Möglichkeit gibt, Fülle zu spüren. Leerraum, der Fülle Raum schafft. Wenn alles voll ist, gibt es nichts mehr zu füllen. Wenn alles leer ist, bist du verloren. Die große Wahrheit setzt Unwahrheit voraus und die große Fähigkeit setzt Unfähigkeit voraus. Das heißt, du kannst suchen, wenn du weißt, dass etwas nicht wahr ist, kannst du nach der Wahrheit suchen. Und da sind wir bei dem Thema der Scham. Wenn du dich schämst für etwas, kannst du es ändern. Wenn du dich für etwas schämst, dann will, meistens möchte man dieses Gefühl nicht spüren. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Gefühl. Deshalb unterbindet man es ständig und man versucht immer wieder Strategien zu finden, die es möglich machen, diese Scham nicht zu empfinden. Und deshalb wird es oft unterdrückt, aber damit fühlst du dich nicht besser. Du spürst, dass etwas nicht im Lot ist. Du spürst, dass etwas nicht stimmt. Wenn du akzeptierst, zu spüren, was ist, dann wirst du auch finden, wie du es anders tun kannst. Das ist ganz einfach gesagt und schwer zu tun. Deshalb gibt es Menschen wie mich, die bereit sind, dich auf diesem Weg zu begleiten.
Denn alleine ist das oft sehr, sehr schwierig, mit diesen komplexen Gefühlen umzugehen. Es ist meistens sogar unmöglich. Und wenn du die Wahrheit für dich weißt, erst dann kannst du kongruent, also kohärent, also passend zu dem, was du spürst, zu dem, wer du bist, handeln und dich ausdrücken. Und dann wirst du dich vollendet fühlen. Ich habe gerade diese Woche mit einer Person gesprochen, die ich begleite auf dem Weg dieses Findens zu sich selbst, auf diesem Weg, wo sie sich endlich wieder im Einklang mit sich selbst fühlen möchte. Und sie hat mir gesagt, ich fühle mich vollendet. Ich fühle mich voll und ganz da und zufrieden mit meinem Leben. Ich bin nicht euphorisch und ich bin nicht traurig. Ich bin zufrieden. Ich kann mein Leben genießen. Und ich kann es genießen, weil es Sinn macht. Ich spüre heute, dass mein Leben Sinn macht. Und das ist nicht ein Gedanke, das ist kein Konstrukt, sondern das ist ein Gefühl. Der Sinn entsteht, weil du es spürst, weil du im Einklang mit dir selbst bist und du kannst das spüren. Das ist ein Gefühl und nicht ein mentales Konstrukt. Weiter geht es im Text. Das große Reden setzt Stottern voraus. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der stottert, also das heißt, der das, was er tut, nicht beherrscht, ein großer Weiser ist. Nein, das bedeutet, dass der große Redner, der Dinge erläutern kann, auch den Weg gehen musste und Schritt für Schritt stotternd begonnen hat, bis der Fluss völlig da ist. Es geht nicht von heute auf morgen, von einem Stadium in ein anderes. Der Weg ist eine Entwicklung und ein Entstehen. Und so, sagt der Text, besiegt die Ruhe die Bewegung und Kälte überwindet die Hitze. Das heißt, wenn zum Beispiel unheimlich viel Aufregung um dich herum ist oder du aufgeregt bist und nicht damit fertig wirst, dann darfst du dich hinsetzen und ruhig werden. Und du wirst sehen, dass die Bewegung um dich herum da sein darf und du in dir ruhen kannst. Genauso wie die große Hitze durch kühle Kälte überwunden werden kann. Wenn große Hitze da ist, setze ich mich nicht noch größerer Hitze aus. Wenn schon 30 Grad im Schatten sind, setze ich mich nicht in die Sonne. Aber im Winter suche ich jeden Sonnenstrahl, der wärmend auf mich einwirken kann. Klarheit und Reinheit ordnen die Welt, das sagt der Text. Und Klarheit und Reinheit ordnen die Welt bedeutet, dass wir als Menschen diese Klarheit brauchen. Und diese Reinheit brauchen, um in Gesundheit, das heißt körperlicher, aber mentaler Gesundheit, mit uns selber und mit anderen leben können. Tao ist nicht die Welt, aber du lebst in der Welt, auf der Welt und darfst lernen, dich mehr und mehr dieser Klarheit der Welt und dieser Reinheit, die der Natur der Dinge innewohnt, zu fügen und mitzugehen und diesem Fluss des Lebens mitzugehen, wie der Samen
der alle Informationen in sich trägt, um zu dem zu werden, was er ist. Das hatten wir schon einmal in einem Kapitel. Eine Karotte wird kein Baum werden. Der Samen eines Apfels wird keinen Kirschbaum wachsen lassen. Und genauso bist du anders als dein Nachbar. Und dein Kind ist anders als du. Alles darf gedeihen, seiner Natur entsprechend. Das ist Tao. Und das kannst du lernen. Und dazu darfst du dich begleiten lassen, denn alleine ist dieser Weg unmöglich. Ja, er ist unmöglich, denn du hast auf deinem Weg immer Menschen. Als erstes deine Eltern, deine Geschwister, auch wenn das nicht immer perfekt ist, nicht immer so läuft, wie man sich das wünscht. Du bist umgeben von Menschen, die dir helfen und dich stützen, auch wenn sie nicht alles richtig machen. Und du hast Lehrer und du hast Menschen, die dir den Weg weisen können, die dir helfen können, deinen eigenen Weg zu finden. Und genau das ist meine Aufgabe. Und wenn du daran arbeiten möchtest mit mir, weißt du, wie du mich finden kannst. Dazu hast du den Link, den ich in der Gruppe poste und über den du ein kostenfreies Gespräch mit mir bekommen hast, kannst, bei dem du dann erfahren kannst, wie du diesen Weg gehen kannst mit meiner Begleitung. Und ich freue mich natürlich sehr darauf, wenn du dieses Gespräch wahrnimmst und wenn ich dir dann helfen kann. Sonst wünsche ich dir ein schönes Wochenende, viel Spaß und bis nächste Woche Samstag um 9:30 Uhr wieder. Tschüss, alles Gute.